Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Zwillings-Mama-Update. Ich möchte euch heute so berichten, was in den letzten Wochen passiert ist und wie ich mich so weiterhin fühle. Und ja, also die Zwillinge werden morgen genau 4 Monate alt. Ich habe sonst gesagt, jetzt als sie 16 Wochen alt waren, die sind jetzt 4 Monate alt, weil ich von den Wochen ausgegangen bin. Aber eigentlich geht man ja dann von dem genauen Tag aus, also der 16. Da meldet sich einer. Einen Moment. Das ist der Jonas, der hatte keine Lust mehr zu schlafen, aber das ist auch nicht schlimm. Er ist jetzt doof mit dem Licht, ne? Ah, ich glaube, du hast Hunger, ne? Okay. Die beiden gucken mir jetzt gerade zu. Mal gucken, wie lange das gut geht. Eigentlich klappt das ganz gut. Die lieben ihre Hochstühle. Ich zeige euch das. Hallo. Wir müssen noch an dem anderen Stuhl, müssen wir noch dieses Hängeteil dran machen. Die stehen momentan total auf diese Lamazee-Aufhänger. Die sind echt toll. Gott sei Dank haben wir ganz viele davon, ne? Vom Leon noch. Alles gut? Vor 3 Wochen hatten wir die U4-Untersuchung bei den Zwillingen. Da hat der Arzt sich nochmal alles angeguckt und da wurden die auch gewogen und die Größe wurde gemessen. Wobei ich finde, dass sie die Größe total anders messen. Also die messen die nicht mit so einem Maßband, sondern mit so einem ganz komisches Teil, wo die reinlegen, die Kinder. Und das ist der Jonas, der wiegt 6200 Gramm und hat eine Körperlänge von 60 cm. Und der Kopfumfang ist 41 cm. Der Ben wiegt 5550 Gramm und hat eine Körperlänge von 58 cm und den Kopfumfang von 40 cm. Wie gesagt, also eigentlich sind die größer, wenn ich die mit dem Maßband abmesse, sind die viel größer, dann haben die beide schon über 60 cm. 56 passt auch nur noch mit so einer Erweiterung für den Body, die ich damals bei Wish bestellt habe. Sehr praktisch, finde ich, weil die an den Armen noch super passen. Nur untenrum ist das sehr eng. Stelle ich euch aber noch in einem Haul vor. Sonst die 56, die Hosen sind wirklich schon ein bisschen zu kurz. Und 68 ist denen noch zu groß. 62 passt perfekt. Aber ich ziehe den jetzt auch schon 68 an. Ich denke mir lieber zu groß, als wenn das zu klein ist. Dann haben die beiden auch ihre erste Impfung bekommen. Das ist die 6-Fach-Impfung. Eigentlich wäre dann auch, glaube ich, die gegen Rotaviren oder so dran, aber da wir beide 2 verschiedene Meinungen haben, was das Impfen betrifft, Dennis und ich, Dennis ist gegens Impfen, ich bin fürs Impfen, haben wir uns auf etwas Vernünftiges geeinigt, dass wir die Rotaviren weglassen und der Arzt hat auch gesagt, das kann er verstehen, Rotaviren muss man jetzt nicht unbedingt. Alles andere ist aber empfehlenswert und das, da habe ich mich dann auch durchgesetzt, genauso wie beim Leon. Das haben wir auch so gemacht. Ja, ich möchte jetzt nicht genau auf das Thema eingehen, weil es halt auch wieder so eine Sache ist, wo man sich dann auch wieder stundenlang drüber unterhalten kann und rumdiskutieren kann. Aber ja, wir haben ihre erste 6-Fach-Impfung bekommen. Dann wurde nochmal nach Bens Hüfte geschaut. Da war ja bei der letzten Untersuchung ja noch nicht so zu 100% alles so, wie es sein sollte. Und deswegen hat er sich das jetzt nochmal angeguckt. Es ist jetzt aber alles super. Da brauchen wir uns jetzt keine Sorgen machen. Habe ich mir ehrlich gesagt auch nicht, weil meine Hebamme hat sich die Werte angeguckt und ich gesagt, ach, das ist eine Kleinigkeit, das ist bestimmt beim nächsten Mal. Eigentlich war sonst alles gut, außer das Köpfchen. Beide heben ungern das Köpfchen. Die haben da nicht so wirklich Lust zu, obwohl ich das wirklich regelmäßig mit denen trainiert habe. Aber was soll ich machen? Ich kann ja nicht zwingen, dass die dann das Köpfchen heben. Ich lege die dann halt auf den Bauch, versuche denen irgendwelche Anreize zu geben mit einem Spielzeug. Aber wenn die den Kopf nicht heben wollen, Jonas hebt es kurz einmal an sein Köpfchen und guckt dann, aber lässt den dann auch schnell wieder fallen. Ben, der hat den immer so schief und lässt den schief fallen. Das war ja eh schon so eine Sache mit seinem Kopf, dass er da so schief rausgekommen ist. Das war ja alles so ein bisschen verschoben. Es hat sich relativ schnell wieder gelegt, nur das ist halt immer noch ein bisschen schief. Und da habe ich dann halt so Sorge gehabt und habe den Arzt gefragt, ob wir da vielleicht mal einen Osteopathen aufsuchen sollten, der sich das dann mal anguckt, weil man das ja öfter hört von ja, Zwillingsbabys, das KISS-Syndrom oder generell Kaiserschnittbabys, dass die es dann öfter haben. Und dann hat er so, nee, brauchen Sie sich keine Sorgen machen. Es liegt, also er hat das mit der Begründung genannt, dass er so schief guckt, weil wir schief gucken. Also er hat gesagt, gucken Sie mich mal an, hat er zu meinem Mann gesagt. Und dann hat er den angeguckt und dummerweise hat mein Mann dann genau so schief irgendwie geguckt, obwohl er eigentlich nie so guckt. Und dann meinte er, sehen Sie, so wie Sie jetzt gucken, so guckt Ihr Kind auch. Wenn Sie Ihr Kind so schief angucken, ist es auch kein Wunder, dass Ihr Kind so schief guckt. Ja, das ist schon klar. Und auch wenn ich links bin, dass mein Kind dann nach links guckt. Aber wenn ich den Kopf gerade mache, geht er immer wieder zu seiner Linken. Das ist seine Problemzone. Und deswegen habe ich auch beim Osteopathen angerufen und einen Termin gemacht. Da bin ich dann mal gespannt drauf. Bekannte von mir waren bei dem, die haben glaube ich 80 Euro oder so bezahlt. Ich bekomme es halt nicht bezahlt, weil der Arzt mir jetzt keine über...
Ja, weil der Arzt mir jetzt keine Überweisung gegeben hat. Aber ist egal, ich möchte einfach auf Nummer sicher gehen, ob da wirklich alles okay ist. Leon hatte auch mal eine kurze Zeit den Kopf ein bisschen schief und das ging auch wieder. Aber da Ben ein bisschen viel spuckt, könnte das vielleicht auch damit zusammenhängen. Deswegen will ich einfach auf Nummer sicher gehen, dass da alles okay ist. Ansonsten ist es ja kein Schreibaby oder so, weil bei meiner Freundin, ihren Zwillingen, die haben extrem geschrien, immer sehr viel und sehr oft. Und später kam halt raus, dass sie das Kiss-Syndrom haben. Also das ist bei denen ja nicht, die schreien ja nicht viel, außer wenn sie Bauchschmerzen haben. Aber das machen wir ja auch, wenn ich Bauchschmerzen habe, schreie. Zum Thema Stuhlgang habe ich auch nochmal nachgefragt, ob das normal ist, ob ich da jetzt weiterhelfen soll, weil meine Hebamme hat halt immer mit einem Fieberthermometer und Zäpfchen und so weiter alles nachgeholfen. Ich habe es einmal versucht mit einem Fieberthermometer. Ich hatte so Angst, da irgendwas zu verletzen. Ich meine, mit so einem flexiblen kann man wohl nicht viel verletzen, aber trotzdem ist es total, ich finde es einfach so unnatürlich, da rumzupokeln mit einem Fieberthermometer, damit da was rauskommt. Das hat auch nicht geklappt. Und das muss dann wohl auch tiefer rein und oh Gott, wenn ich drüber nachdenke, wird mir schon schlecht, ich kann das nicht. Meine Freundin hat das auch so gemacht, bei ihr ist es, hat es super geklappt, das muss ja jeder für sich entscheiden. Aber mein Arzt hat direkt gesagt, machen Sie das. Ja, nicht. Und gut, dass ich das auch nicht gemacht habe, außer einmal versucht, aber es hat ja nicht hingehauen. Er hat gesagt, machen Sie das nicht, der Schließmuskel, der gewöhnt sich einfach sonst zu sehr dran. Das Einzige, was Sie machen könnten, wenn Sie merken, dass es wieder drückt und dass Ihr Kind jetzt gerade dabei ist zu drücken, ein bisschen zu helfen. Und zwar soll ich dann dem Baby auf den Bauch drücken. Also so zwischen den beiden Hüften auf den Bauch richtig doll drücken. Kann ich irgendwie auch nicht, aber ich habe es versucht. Es hat jetzt auch nicht geklappt, wie der mich anguckt. Also hat auch nicht so richtig geklappt. Man muss dann halt so ein bisschen helfen, ein bisschen fester drücken. Der hat das anhand eines Beispiels bei meinem Mann an der Hand gemacht, aber das war sehr feste, wie der gedrückt hat. Das kann ich nicht. Also wie bei der Geburt, wenn das Baby nicht richtig raus will, dann helfen die Ärzte ja auch manchmal so zu drücken. Und das sollten wir dann auch machen. Also wir sollen nicht mit einem Fieberthermometer nachhelfen. Und dann habe ich gefragt, woran das denn liegen kann, dass beide dieses Problem haben, dass sie so selten einen Stuhlgang haben. Was denn? Ich glaube, der hat... Ich glaube, da hat gerade einer Stuhlgang. Ja, ehrlich. Weil Jonas ist jetzt wirklich gut dabei. Alle 4 Tage ist er gut dabei. Nicht mehr alle 2 Wochen. Ben, der hat noch so seinen 2-Wochen-Rhythmus. Auf jeden Fall habe ich gefragt, woran es liegen könnte. Und er hat erstmal gefragt, wie ich denn fütter, also was sie bekommen. Und da habe ich gesagt, überwiegend Muttermilch. Und so 1-2 Mal am Tag bekommen sie auch eine Flasche von 100 Milliliter, die sie sich dann halt teilen. Und dann hat er gesagt, ach, das ist einfach, weil ihre Milch sehr gut verdaulich ist. Da brauche ich mir überhaupt keine Sorgen machen. Beim Leon war sie nicht so gut verdaulich anscheinend, weil er hat regelmäßig Stuhlgang gehabt. Ja, aber bei denen ist das, also die können das sehr gut verdauen, die Muttermilch. Und deswegen brauche ich mir keine Sorgen machen. Und das Stillen klappt super. Ich muss kaum noch zufüttern. Am Anfang war es ja wirklich, ich habe ja Dauer gestillt. Irgendwie habe ich nichts anderes gemacht, außer gestillt und Dennis hat gewickelt. Aber jetzt ist es wirklich, dass sie einfach nur ihre 4 Stunden Rhythmus haben und das ist für mich nicht so stressig und dann greife ich auch nicht so schnell zur Flasche. Von daher füttern wir nur noch ganz selten zu. Ja, zum Schlaf kommen wir jetzt. Also im Normalfall kommen beide 2-mal in der Nacht. Also das heißt, ich werde 4-mal in der Nacht wach. Manchmal weckt der eine den anderen oder ich wecke aus Versehen den Falschen, weil ich dann nicht richtig checke, wer gerade geweint hat. Ich kann die ja zwar an dem Schreien erkennen, aber manchmal bin ich so müde, dass ich dann den Falschen nehme und der dann wach wird natürlich, ne? Aber das ist dann meine Schuld. Es kam jetzt aber schon öfter vor, dass der Ben ganz, ganz, ganz oft gekommen ist und der Jonas einmal durchgeschlafen hat. Von 9 bis 5 Uhr morgens, das ist für mich schon durchschlafen, hat er durchgeschlafen, das ist super. Aber wenn dann der andere natürlich alle 2 Stunden kommt, ist man total geschlaucht. Und wenn dann der Große noch irgendeine Phase hat, dass er sehr früh wach wird und nicht mehr schlafen möchte. Also ich habe mich wirklich richtig schlecht gefühlt in den letzten 2 Wochen, weil immer eins der Zwillinge sehr oft gekommen ist, während der andere durchgeschlafen hat, Gott sei Dank. Und Leon halt auch so schlechte Nächte. Schlechte Nächte? Ja. So schlecht geschlafen hat. Und das schlaucht total. Dennis unterstützt mich zwar, auch wenn er arbeiten muss, dann bringt er den Leon wieder ins Bett oder so, aber man wird halt wach und man braucht wieder sehr lange, bis man einschläft und morgens muss man auch wieder früh aufstehen. Ja, und Mittag legt man sich auch nicht immer hin und das schlaucht wirklich sehr. Und da ging es mir nicht so gut. Jonas ist momentan sehr, sehr anhänglich. Er nimmt auch keinen Schnuller. Das ist echt anstrengend. Es ist toll, dass er keinen Schnuller momentan nimmt. Manchmal nimmt er einen, aber nur in der Seitenlage. Wenn er in der Seitenlage liegt, dann nimmt er einen. Aber er rollt sehr schnell wieder auf dem Rücken und dann will er wieder keinen.
Und das ist dann auch sehr schwer, ihn zu beruhigen. Das heißt, ich muss wirklich ganz, ganz oft zur Brust greifen und dann schläft er ein mit der Brust. Und das ist irgendwie, das finde ich doof. Ich möchte die gerne damit füttern, aber ich möchte die nicht damit zum Einschlafen bringen. Das finde ich dann irgendwie nicht ganz so, ja, damit fühle ich mich nicht ganz so wohl. Aber das geht halt nicht anders, wenn ich ihn nicht anders beruhigt kriege. Und wenn ich versuche, den Schnuller zu geben, dann fängt er direkt an zu würgen. Also möchte er den nicht. Es ist zwar gut, aber es ist wirklich sehr schwierig, ihn sonst zu beruhigen. Dann wurde ich letztens gefragt, wie viel Pampers wir denn so ungefähr so im Schnitt verbrauchen. Und dann habe ich dann mal nachgerechnet. Wir verbrauchen momentan im Monat circa 204 Windeln. Ja, für die Zwillinge jetzt nur, dann kommt der Leon noch dazu. Aber für die Zwillinge sind 204 Windeln. Jetzt kommen wir zu mir. Ich bin mega, mega müde in letzter Zeit. Und ich habe überlegt, was kann das sein, dass ich so müde bin? Weil manchmal sind die Nächte auch total gut. Aber ich habe das Gefühl, dass meine Augen nicht richtig aufgehen, so ganz komisch. Und dann habe ich überlegt, bin ich vielleicht erschöpft? Sollte ich weniger machen? Und das habe ich auch gemacht. Ich habe letzte Woche total wenig gemacht. Ich habe den Haushalt liegen lassen, habe gedacht, ach komm, nur aufräumen, das muss man nun mal machen, das geht nun mal nicht anders, sonst versinken wir hier in Dreck und sowas. Aber ich habe halt nicht so viel gesaugt und so viel gewischt wie sonst. Ich bin wirklich alles total locker angegangen, habe öfter Mittagsschlaf gemacht und trotzdem kriege ich meine Augen einfach nicht auf. Und ich bin schon überlegen, ob ich vielleicht einen Eisenmangel habe. Ich habe auch letztens eine Nachricht von einer Followerin bekommen, ob ich vielleicht was an der Schilddrüse oder Eisenmangel habe. Ich glaube, ich muss mich echt nochmal durchchecken lassen, weil nach der Geburt hatte ich, also war mein Eisenwert eigentlich wieder super, aber ich bin so dauermüde. Meine Mama kam letztens vorbei und hat mir ein paar Tabletten mitgebracht, so Vitamine von DM. Ich weiß allerdings nicht, ob ich die nehmen darf, keine Ahnung. Und dann immer, wenn ich in der Stadt bin oder so, werde ich ja natürlich ab und zu auch mal angesprochen, nicht so häufig eigentlich. Aber ab und zu wird man schon mal angesprochen und auch von Freunden oder Bekannten bekomme ich immer wieder zu hören, Respekt und ich könnte das nicht, wie machst du das nur und sowas. Aber ganz ehrlich, ich könnte das nicht. Ja, man muss ja da durch, was soll ich machen? Soll ich eins abgeben oder was? Und im Endeffekt denke ich mir, ich werde bestimmt noch total oft an meine Grenzen kommen bei den beiden und voll oft noch bestimmt verzweifelt sein, wobei momentan geht's wirklich, aber es wird bestimmt noch so eine Zeit kommen, wo ich dann echt denke, ich kann nicht mehr oder so. Aber irgendwann bin ich alt und grau und habe so ein Regencape auf dem Kopf, ein durchsichtiges Regencape mit weißen Punkten auf dem Kopf und denke einfach an die Zeit zurück und wünsche mir diese Zeit einfach bestimmt wieder zurück, wo sie noch klein sind und sowas. Und deswegen versuche ich, so gut es geht, das einfach zu genießen und aufzusaugen alles. Sonst beim Stillen habe ich oft immer mein Handy zur Hand genommen und habe dann da reingeguckt, während ich gestillt habe. Weil was soll ich sonst machen, ne, wenn man da eh sitzt und stillt? Aber ich habe mir das jetzt abgewöhnt und ich mache das trotzdem ab und zu noch. Aber trotzdem versuche ich auch ganz oft, diese Situation, in der ich mich gerade befinde, einfach zu genießen. Und ich könnte schon heulen, wenn ich drüber nachdenke, dass die Zeit bald vorbei sein wird. Ich versuche das jetzt einfach so gut es geht zu genießen. Egal, ob ich jetzt gerade still oder die Flasche gebe, gucke ich mir die beiden so gerne an, wie die das einfach genießen, gerade auf dem Arm zu sein und gefüttert zu werden. Das ist einfach so schön. Und deswegen, ja, ich denke mir immer, jetzt halte ich diesen Moment fest. Das hatte ich damals auch, als ich im Krankenhaus war. Ich bin da langgelaufen und habe mir gedacht, diesen Moment möchte ich jetzt festhalten. Und immer wenn ich das denke, dann halte ich den wirklich so fest, wie ein Foto. Und das ist mir jetzt schon voll oft passiert. Also ist jetzt so voll Gedankenkotze jetzt gerade wieder hier. Nee, aber ja, ich halte gerne diese Momente irgendwie im Kopf fest. Und deswegen bin ich auch nicht mehr ganz so aktiv momentan. Er hat keine Lust mehr hier rumzusitzen, er möchte lieber auf dem Arm. Dann würde ich gerne öfter die Zeit mit nur einem Zwilling genießen. Das hört sich jetzt komisch an. Es ist auch wunderschön, wenn man beide vor sich liegen hat und man weiß einfach nicht, wie man zuerst abknutschen und abknuddeln möchte. Aber dennoch möchte ich jeden Einzelnen besser kennenlernen irgendwie. Und ich habe immer so das Gefühl, ich komme nicht dazu, weil sobald ich dann den einen auf den Arm habe, so wie jetzt hier, meldet der andere sich schon und möchte natürlich auch. Das ist ja auch total klar. Und ich möchte auch keinen irgendwie zurückweisen oder so. Und deswegen genieße ich das einfach mal, wenn ich nur ein Baby mal habe. Und ich mache das dann auch so, wenn ich dann zum Beispiel einen Mittagsschlaf mache, lege ich nur eins der beiden in die Swing to Sleep und derjenige schläft auch sofort ein. Und den anderen nehme ich mir dann immer abwechselnd, dass ich dann immer mal einen habe, dann mit ins Bett und mache mit ihm dann einen Mittagsschlaf. Weil das brauche ich einfach so für mich. Und ich möchte dem Kind auch mal meine komplette Aufmerksamkeit geben irgendwie.
Obwohl die das ja jetzt, glaube ich, noch gar nicht so schlimm finden. Das kommt, glaube ich, dann noch die Phase, wo die dann öfter vielleicht eifersüchtig auf den anderen sind. Ich hoffe nicht, dass das so weit kommt. Leon ist übrigens überhaupt nicht eifersüchtig. Er sagt auch immer, wenn irgendjemand anderes kommt, das sind meine Babys. Und er ist zwar manchmal wirklich sehr ruppig und unkontrolliert. Man muss wirklich extrem aufpassen. Aber er liebt die total und immer noch keine Null-Eifersucht. Also es ist wirklich toll. Hätte ich nicht gedacht. Und ich habe mich jetzt auch für 2 Kurse angemeldet. Leider sind die beiden Kurse genau auf demselben Tag verteilt. Das ist ein bisschen stressig. Aber so kann ich zum Beispiel auch die Zeit mit jedem Einzelnen von den beiden genießen. Das ist immer ein Freitag. Morgens habe ich da Kanga-Training. Das fängt aber erst nächsten Monat. Nächsten Monat fängt das erst an. Da habe ich... Alles gut? Ich muss mich beeilen. Da habe ich Kanga-Training. Das wollte ich mit dem Jonas machen, weil der Jonas... er das Tragebaby ist, er möchte gerne getragen werden. Da freue ich mich schon wirklich sehr drauf. Ich lasse mir auch so eine DVD geben, dass man das dann 2-mal die Woche dann auch zu Hause machen kann. Und das mache ich dann komplett mit meiner PKIP-Truppe. Wir sind 11 Mädels oder 10 Mädels und wir haben uns alle dafür angemeldet. Und es gibt einen extra Kurs dann nur mit uns. Voll cool, ich freue mich da total drauf. Mit dem Ben, da habe ich dann gegen Nachmittag, habe ich dann einen Baby-Sauna-Schwimmkurs. Fragt mich nicht, was das genau ist. Ich hasse Sauna eigentlich. Aber ich mache das, da hat sich nämlich auch eine vom PKIP angemeldet. Und ich habe mir gedacht, ja, ist auch sowas wie ein Schwimmkurs. Und das ist nachmittags, das ist sehr passend. Alles gut? Das ist passend, also melde ich mich da einfach mal an. Das sind, glaube ich, 6 Einheiten oder so. Da wird die Sauna ein bisschen runtergestellt. Und dann ist man kurz in der Sauna und dann im Solebad oder was auch immer. Also ich bin mal gespannt, was da auf uns zukommt. Morgens passt mein... Wo bin ich stehen geblieben? Ja, morgens passt meine Schwiegermama dann auf den Ben auf, damit ich mit dem Jonas zu dem Kanga-Training gehen kann. Und nachmittags ist Dennis ja da, dann kann er auf den Jonas aufpassen, während ich mit dem Ben schwimmen bin. Und dann wäre es ja jetzt bald möglich, mit der Beikost anzufangen. Beim Leon habe ich das auch gemacht, der war auch total heiß drauf. Das habe ich gemerkt, dass er schon so weit war. Allerdings sind die Zwillinge noch nicht so weit. Ich habe mir eh vorgenommen, ein bisschen zu warten. Ich wollte 6 Monate voll stillen oder halt ab und zu zufüttern, so wie es passt. Aber noch nicht mit der Beikost anfangen. Und ich merke, die sind noch nicht so weit. Die können kaum also die können schon greifen und spielen auch mit diesen Lamazee-Dingern. Aber wenn ich denen sonst irgendwas in der Hand drücke, dann lassen sie das wieder fallen. Und ich finde, das ist auch, glaube ich, so ein Zeichen, dass sie noch nicht so weit sind, wenn die noch nicht mal richtig greifen können. Und deswegen warten wir noch. Und ich weiß auch noch nicht, ob ich mit diesem Baby-Led-Weeding, oder wie das heißt, ob ich damit anfange oder ob ich Brei fütter. Aber eigentlich könnte ich ja bei dem einen mit Brei anfangen und bei dem anderen das andere machen. Aber ich weiß es noch nicht genau, wie ich das machen soll. Sobald ich merke, dass sie so weit sind, kann ich denen ja dann auch mal eine Banane oder irgendwas, keine Ahnung, in die Hand drücken. Da, ja, lasse ich mir Zeit. Beim Leon habe ich mich so drauf gefreut, endlich mit dem Brei anzufangen und sowas. Aber ich lasse mir da voll Zeit jetzt, ne? Ich möchte das genießen. Das ist das allerletzte Mal hier. Und das genießen wir. Irgendwie stinkst du. Boah. Fällt mir sonst noch was ein? Wir waren, gestern war ich mit den PKIP-Mädels, war ich zusammen frühstücken spontan. Und das waren wir, glaube ich, 3 Stunden unterwegs. Das hat super geklappt. Also ich hatte schon Angst, wenn ich ehrlich bin, mit 2 Babys. Man kann ja nicht beide auf einmal auf dem Arm haben. Die anderen haben selbst ihre Babys. Da kann ich nicht verlangen, kannst du mal halten. Haben wir trotzdem immer so, die Kinder haben wir trotzdem immer so hin und her geswitcht, wenn der eine mal zum Klo musste oder so. Aber ich kann ja nicht von denen verlangen, wenn jeder sein Baby auf dem Arm hat, dass sich irgendeiner dann um mein Baby mitkümmert. Aber Gott sei Dank waren die abwechselnd wach. Das hat sehr gut geklappt. Also die sind eigentlich sehr pflegeleicht. Also es sind halt Babys, die auch auf dem Arm wollen, die nicht immer nur rumliegen wollen, das ist klar. Aber ansonsten sind sie wirklich sehr pflegeleicht, wenn sie nicht gerade Pupse haben oder Hunger haben. Ne, ist ja normal. Alles gut? Alles gut? Drückt es? Drückt es irgendwo? Ja. Ich glaube, der hat einen Drückerle. So, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.